Hier ist Ö3, das ist der Start in die neue Woche. Das ist der Start in den Montag, 11. März 2019. Im Ö3 Nachrichtenstudio für Sie Jürgen Pfaffinger. Schönen guten Morgen. Die ÖVP ist in der Stadt Salzburg erstmals seit 1945 stärkste Partei. Und nach dem Flugzeugabsturz in Äthiopien mit auch drei toten Österreichern steht der neue Flugzeugtyp Boeing 737 MAX in Frage. Das Ö3 Frühjournal. Wetter und Verkehr. Am Punkt, am Punkt. Es ist 7 Uhr. Die Salzburger Bürgermeister- und Gemeinderatswahl hat in der Stadt Salzburg einen Erdrutschsieg der ÖVP gebracht. Sie ist im bisher mehrheitlich roten Salzburg erstmals in der Zweiten Republik stärkste Partei. Der Salzburger Bürgermeister und ÖVP-Chef Harald Breuner ist selbst überrascht. Wir haben damit gerechnet, dass wir den wieder zulegen werden, weil wir sind ja auf einem relativ tief gestartet. Aber dass es so eindeutig wird, das nehme ich mit Demut zur Kenntnis. Das ist eine große Verantwortung. SPÖ, FPÖ und Neos haben in der Stadt Salzburg verloren. Zugelegt haben die Grünen und die Kommunisten. Ö3-Reporter Peter Obermüller in Salzburg. Warum hat die ÖVP so klar gewonnen? Guten Morgen aus Salzburg. Das liegt erstens an der Partei selbst. Die ÖVP hat einen Lauf. Wahlen gewinnen auf Bundesebene, Landtagswahlen und jetzt auch die Stadt Salzburg. So sagt Wahlgewinner Harald Breuner. Den Sieg gestern bezeichnet er als Sensation. Zweitens liegt es an der Person Harald Breuner. Der amtierende Bürgermeister gilt als gemächlicher Mann des Ausgleichs. Er ist leutselig, einer, der mit allen spricht und alle hört. Drittens, ja, auch Sachpolitik. Großes Thema ist und bleibt zum Beispiel der Verkehr. Da versteht sich der Bürgermeister recht gut mit seinem Parteifreund, dem Verkehrslandesrat Stefan Schnöll. Die ÖVP will es offenbar wirklich jetzt anpacken, die Verkehrsinfarkte in der Stauhauptstadt Österreichs endlich zu beenden. Wahlen zu verlieren, das kennt Harald Breuner übrigens auch. Vor 5 Jahren, bei der letzten Gemeinderatswahl, hat er mit der Stadt-ÖVP schwer verloren. Das zweite auffallende Ergebnis der gestrigen Wahl sind ja die Gewinne der Kommunisten. Die KPÖ Plus hat den Einzug in den Salzburger Gemeinderat geschafft. Was ist da der Grund? Ja, Kai Michael Dankl, 30 Jahre alt, Museumsangestellter, hat einen Wahlkampf geführt, wie man ihn sonst von Hochschülerschaftswahlen kennt. Wenig Budget, kaum Plakate und Werbemittel, aber viele persönliche Kontakte mit nur einem großen Thema. Leistbares Wohnen, leistbares Leben und billiges Öffifahren. Da dürfte der KPÖ-Chef den Nerv der Wähler getroffen haben. Und um das Bürgermeisteramt gibt es in Salzburg am 24. März eine Stichwahl zwischen ÖVP-Chef Breuner und dem SPÖ-Herausforderer Auinger. Nach dem gestrigen Flugzeugabsturz einer Ethiopian Airlines-Maschine bei Addis Abeba mit 157 Toten hat China heute ein generelles Flugverbot über den betroffenen neuen Flugzeugtyp Boeing 737 MAX verhängt, weil es schon der zweite derartige Absturz einer solchen Maschine war. Von österreichischen Airlines wird der Typ zwar nicht geflogen, der Luftfahrtexperte Kurt Hoffmann rechnet aber international mit Konsequenzen. Es ist leider eine sehr dramatische Situation, dass es sich hier um einen neuen Flugzeugtyp handelt, eine neue Generation, und ein zweites Flugzeug dieses Typs binnen weniger Monaten auf nahezu eine ähnliche Weise abstürzt. Jede Fluglinie fragt sich, was ist das Problem? Die vom Absturz betroffene Ethiopian Airlines, eine der größten Fluggesellschaften in Afrika, die eigentlich als sicher gilt, fliegt auch Wien an und bietet Umsteigeverbindungen über Addis Abeba. Und unter den 157 Opfern waren ja auch Österreicher, nämlich drei oberösterreichische Ärzte. In Oberösterreich ist der Reporter Jürgen Freimuth. Einer der Ärzte war im Ordensklinikum der Barmherzigen Schwestern in Linz beschäftigt. Ein weiteres Opfer stammt aus Wieselburg in Niederösterreich und hat im Landeskrankenhaus Steyr gearbeitet. Bei dem dritten Arzt soll es sich um einen Mann aus Wien handeln, der in einem Linzer Spital tätig war. Alle drei waren auf dem Weg in eine Klinik auf der Insel Sansibar, so Oberösterreichs Landeshauptmann Thomas Stelzer. Das ist eine unglaubliche Tragödie. Unser ganzes Mitgefühl gilt natürlich den Angehörigen. Es sieht so aus, als wollten die drei Mediziner in eine Klinik auf Sansibar, die von einer Österreicherin geleitet wird. Aber wie gesagt, es laufen erst wirklich hier die Recherchen. Die Angehörigen der drei Ärzte sind verständigt worden. Sie werden laut einem Sprecher des Außenministeriums von Spezialisten psychologisch betreut. Marcel Hirscher hat nach dem Weltcup-Wochenende jetzt insgesamt 3 Kristallkugeln für Gesamtweltcup und den Riesentorlauf und den Slalom-Weltcup. Kommendes Wochenende wird er sich seine Kristallkugeln beim Finale in Andorra abholen. Ö3-Reporter Adi Niederkorn, vor den möglicherweise letzten Rennen seiner Karriere gönnt sich Marcel Hirscher jetzt aber zu Hause noch ein paar Tage Auszeit. Herr Hirscher kommt erst am Freitag nach Andorra, Samstag Riesentorlauf, Sonntag Slalom, 2 Rennen noch, 4 Durchgänge und dann könnte für immer Schluss sein.
Entscheidung noch offen. Das darf ich wahrscheinlich gar nicht aushalten, wenn ich mir vorstellen würde, es war jetzt dann vorbei. Also wenn ich mir vorstelle, dass es noch 4-mal Rennen so ganz sind, das war arg. Heute wird in Solteo schon abvertrainiert, da kommt es ja bei den Damen zum rein österreichischen Showdown. Niki Schmidhofer führt 90 Punkte vor Ramona Siebenhofer. Und im Super-G-Weltcup, da könnte Vince Griechmeier noch Kristall für Österreich holen. Ich muss das Beste sagen, was ich drauf habe und ja, mein letztes Hemd riskieren. Und dann muss ich schauen, was die Konkurrenz macht. Falls kämpft in der Abfahrt gegen Paris und Schifrin will sich nach Gesamt- und Slalom-Weltcup noch die Kristallkugeln in Super-G und Riesentorlauf holen. Und los geht's beim Weltcup-Finale in Andorra am Mittwoch mit Damen- und Herrenabfahrt. Und hier ist das Wetter, Sigi Fink, mit dem Sturm geht's jetzt langsam vorbei. Ja, 140 Kilometer pro Stunde hat es in den letzten Stunden auf der Buchbergwarte bei Neulengbach gegeben. 108 Kilometer pro Stunde der Wind in Wolfseck in Oberösterreich. Es geht